Probleme mit Rohr oder Kanal? Wir vom Remscheider Rohrreinigungsdienst sorgen dafür, dass alles wieder läuft. 12 Mitarbeiter sind in unserem 24-Stunden-Notdienst 7 Tage in der Woche für Sie da. Mit Rohrortung, Rohrreinigung, Kanaldichtheitsprüfung, Kanal-TV-Untersuchung und Kanalsanierung kennen wir uns bestens aus. Und das bereits seit 1996. Remscheider Rohrreinigungsdienst. Ihr überregionaler Partner für alle Arbeiten rund um Rohr und Kanal. Der Open Air Eventgarten am heutigen Samstag. Bounce heute hier. Lieder von Bon Jovi. Und Männer, ich muss erstmal sagen, tolles Konzert, tolle Stimmung. Wie war es für euch? Es war der Hammer. Ich habe gerade schon gesagt, ich wollte nicht, dass der Abend vorbeigeht. Und er ging so schnell vorbei. Ich will wieder raus, ich will wieder weitermachen. Also die Remscheider haben es einfach drauf. Und vorher habe ich ja gesehen, ein bisschen über den Parkplatz gelaufen. Also eure Fanbase kommt ja hier gefühlt aus ganz NRW. Die Remscheider sind da, aber auch Leute aus dem Rheinland, aus dem Ruhrgebiet. Wie ist das für euch, wenn Leute euch wirklich supporten und auch wegen euch hier hinkommen? Das ist großartig. Ne? Wir fahren in die entlegensten Ecken von Deutschland und dann kommen Leute, von denen wir genau wissen, die haben jetzt 300 Kilometer hinter sich, um uns zu sehen. Also es ist schon, das ist einfach klasse. Und wir haben ziemlich verrückte Fans, aber im positivsten Sinne. Also ich habe gerade noch mit einer gesprochen, die ist aus Belgien heute angereist. Also das ist schon Wahnsinn, was die da auf sich nehmen, ja, um so ein Konzert mit uns zu sehen. Und darum geht es, glaube ich, ne? Für Musiker, dass... Ja, dass man solche Fans hat, ne? Die euch wirklich lieben, die euch wirklich auch sehen. Ich erinnere mich noch ans Zelt in Lennep, wo ich euch das erste Mal gesehen hatte. Tobi hatte mir viel über euch erzählt und gesagt, ey, du musst dir das anhören. Und ich war auch überzeugt und wir hatten ja danach noch ein bisschen gesprochen. Wie ist es für euch, auch dann ja hier in der Gegend zu spielen? Ja, hier in der Gegend sind wir natürlich auch, haben wir eine große Resonanz, ne? Hier in den entlegensten Ecken Deutschlands in Remscheid. Nein, wir sind ja um die Ecke, ne, wir kommen ja aus um die Ecke, aus Wülfrath eigentlich, also teilweise, aber die Band kommt aus Wülfrath und ja, deswegen haben wir hier natürlich auch, wir fühlen uns hier zu Hause und kommen immer wieder gerne her. Wie ist es momentan? Ihr dürft wieder spielen, ihr dürft wieder auf Bühnen, Zuschauer dürfen kommen. Wie wichtig ist es für ja, Vollblutmusiker wie euch, auch das wie heute mitzukriegen, mitzuerleben? Das waren ganz finstere Monate, da muss man gar nicht lange drum herum reden. Wir haben echt gelitten wie die Hunde und das ist einfach großartig. Also wenn man rauskommt, da sind ein paar hundert Leute, die haben unfassbar Bock. Man merkt auch, wie ausgehungert die sind, wieder irgendwie Live-Atmosphäre zu spüren, sich zu sehen und ja, einfach mal den ganzen Scheiß zu vergessen, der die letzten Monate gelaufen ist. Und für uns ist es auch einfach, wir dürfen endlich wieder machen, was für uns am allerwichtigsten ist. Mit so ein bisschen Angst im Nacken, so hoffentlich geht das so weiter, weil das ist jetzt einfach ein Traumstart, den wir hinlegen. Und wir hatten es halt im letzten Jahr, wo wir auch dachten, hey, es wird besser, ne? Und dann haben wir so richtig den Genickschlag bekommen. Und ja, das ist einfach nur unsere allergrößte Hoffnung, dass das jetzt weitergeht, ne? Weil, wie gesagt, also noch länger, das weiß ich gar nicht, wie wir damit klarkommen wollen, ne? Weil gerade wenn wir jetzt, also das Schlimmste ist, wenn du wieder spürst, wie geil das eigentlich alles ist, und dann zieht dir das wieder einer weg, ne? Und von daher sind wir alle ganz, ganz hoffnungsfroh, dass es weitergeht. Das ist ja schön, von 0 auf 100 ist schön, immer wieder von 100 auf 0 zu kommen. Ich glaube, das ist für uns alle wieder schlimm, das wollen wir gar nicht erleben. Eure weiblichen Fans, ne? Ich durfte ja ein bisschen durch durch die Menge ein bisschen gehen, immer wieder mal, habe mir das mal angeguckt. Also da sind schon, also deine Groupies sind schon sehr auffällig gewesen heute Abend. Auffällig, du meinst auffällig, da sind schon richtige Schnecken dabei. Ne? Granaten! Ich hab eine gesehen, die hat mir sehr, sehr gefallen. Sehr, sehr gefallen. Das war meine Frau. Sehr gut. Also, vorbildlich. Oh, das ist als Rock'n'Roller ja die falsche Antwort, oder? Ja, okay, dann formuliere ich es anders. Also, zu der gehe ich heute nach Hause. Sehr gut, vorbildlich. Abschließende Frage. Wenn man sich das anguckt, vorhin war es ja noch hell, es war sonnig, es war schön warm und später wurde es ja ein bisschen dunkler. Wie ist das für euch das Gefühl? Weil ich fand, eigentlich war die Stimmung dann bei diesem schummrigen Licht oder wo es dunkel wurde, sogar noch besser. Wie ist das für euch? Also
sobald das Licht richtig wirkt auf der Bühne, ist die Stimmung gleich immer noch gefühlt einen Gang hochgeschaltet dann. Ne? Also, und toll ist eben auch wirklich in den Sonnenuntergang reinzuspielen und das spüren wir auch. Ne? Also das ist am Anfang, siehst du halt überall noch, siehst jede Kleinigkeit, die irgendwie rumliegt und nachher siehst du noch Konturen, Köpfe und irgendwelches Licht, was da leuchtet. Also das ist auch für uns schöner. Ne? Dann danke ich euch. Bounce heute Abend hier beim Open Air Eventgarten. Wir haben zu danken. Danke. Tschüss.